Hallo, hier geht es jetzt darum, was mich momentan in Battlefield 4 echt nervt. Momentan ist gut, also immer zum Beispiel meine Mitspieler, wenn die so spielen, wie wir das hier auf der Map sehen. Ey, wir werden alle Sniper, super. Ja, funktioniert auch echt cool, kann man nicht anders sagen. So muss man spielen. Was mich total nervt, hier haben wir es. Helis. Also zum einen natürlich nervt mich unheimlich, bin ich selber schuld jetzt, wenn ich losfliege und habe niemanden dabei, der mich mal ein bisschen verteidigt. Das ist schon mal sehr nervig. Aber darauf will ich gar nicht. Ich möchte euch, meine zukünftigen Mitspieler, bitten, gewöhnt euch an. Weil irgendwie gibt es Leute, die sind in Klasse, keine Ahnung, also die haben da ein Level 130 und sind immer noch nicht in der Lage, mal zu sagen, ey, da ist ein Heli, hallo. Weil wenn der Heli auf der Map auftaucht, ne, dann wird der von der automatischen Luftabwehr angegriffen. Sonst nicht. Es ist auch für jeden Piloten wunderbar, wenn er die anderen Flugzeuge, besonders die gegnerischen, auf der Map sehen kann. Das ist nämlich der Effekt, wenn man sagt, da ist ein Heli. Genau das passiert dann. Ihr denkt jetzt, Mann, ist der doof. Ja, aber die Wahrheit ist, irgendwie habe ich das Gefühl, 8 von 10 Spielern sind zu blöd. Also, um das mal so zu sagen, entschuldigt bitte. Aber das geht mir total auf die Nerven. Weil dann passieren so Sachen, ja, wie hier. Ich mache das jetzt mal ein bisschen langsamer, damit wir das alles auch richtig gut sehen. Also, zum einen sehen wir hier einen Heli, der fliegt quasi vor mir rum, ohne auf der Map zu sein. Erst wenn ich auf den schieße und den damit sozusagen spotte, erscheint er. Vorher ist er überhaupt nicht da. Und das Gleiche ist passiert hier. Da fliegen nämlich normalerweise unsere Helis raus. Weil aber keiner die gegnerischen spottet, konnten die da landen. Und was machen die jetzt? Klauen unsere Helis. Also wenn ihr euch mal wundert, warum der Gegner auf Shanghai 4 oder 6 Helis hat, ganz einfach. Das liegt nur daran, weil du zu faul warst, die Helis zu melden. Und immer doof unten rumrennst und denkst, ey, ich mach noch einen Kill, ich mach noch einen Kill. Noch was, ganz toll in Battlefield. Wissen auch viele nicht. Echtes Geheimnis. Man kann während des Spiels nicht nur die Klassen wechseln, nein, auch die Waffen. Heißt, man muss gar nicht mit der Panzerfaust auf Helis schießen. Toll, ne? Okay, was haben wir noch? Ach ja, jetzt kommen wir zur Grafik. Final Stand. Seit Final Stand. No, da geht's richtig gut ab bei mir. Grafiktechnisch. Ich habe dann oft kein Visier, gerne so Flimmertexturen überall, schöne bunte Straßen. Habt ihr das vorher gesehen? Hier seht ihr auch sowas. Ich weiß nicht, was es ist, sieht aber gut aus. Texturen, die durchs Bild rauschen. Und jetzt bin ich da, habt ihr wieder ein bisschen Feuer. Hier ist auch Feuer. Nee, das ist das Licht, aber egal. Das sind so die Sachen, die mich echt nerven. Also wie immer Mitspieler, die die einfachsten Regeln nicht beherrschen. Ich bin ja nicht gut, aber dass ich dann immer verkacke, weil andere so schlecht spielen, das nervt mich. Ja, und so eine Grafikkarte hier, also so ein Bild, die Grafikkarte kann nichts dafür, Entschuldigung. Aber so ein Bild nervt mich natürlich auch und dafür ist Battlefield einfach zu alt, um immer noch mit sowas rüberzukommen. Aber mit jeder Erweiterung hat man eine Chance, dass wieder irgendein Theater losgeht. Na gut, falls ihr auch irgendwas habt, was euch im Moment richtig nervt an Battlefield, schreibt es doch in die Kommentare oder macht ein Video. Okay, dann sage ich mal danke für euer Interesse und bis die Tage. Ciao.